der vergangenen Woche, liebe Schwestern und Brüder, in der vergangenen Woche haben wir, ich weiß nicht, aber mir ging es jedenfalls so, schmerzlich die neuen Zahlen zur Kenntnis nehmen müssen, Zahlen von Menschen, die im vergangenen Jahr die Kirche verlassen haben. Die Zahl ist so hoch wie noch nie. In der Stellungnahme von Bischöfen, von Einzelnen konnte man lesen, sie hatten geglaubt, der Tiefpunkt sei erreicht, aber davon kann keine Rede sein. Ein Anstieg um 20%. In einer Größenordnung mehr als die ganze Landeshauptstadt Saarbrücken, die, glaube ich, jetzt ungefähr 178.000 Einwohner hat. Und es waren im letzten Jahr 214.000 Menschen oder 217.000 Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, nur aus der katholischen. Die evangelische Kirche veröffentlicht schon gar keine Zahlen mehr, aber das ist kein Grund zur Schadenfreude. Menschen kehren der Kirche den Rücken. Und von unerwarteter Seite, also ein Religionssoziologe wie Paul Michael Zulehner sagt, naja, das ist eigentlich nur ein Prozess des Gesundschrumpfens. Es geht darum, dass wirklich die, die dazugehören wollen, auch dazugehören. Man kann sich die Wirklichkeit immer auch schönreden. Es geht uns doch als Kirche um den Menschen, um die Menschen. Und es muss uns um jeden leid sein, der oder die geht. Dürfen wir die Frage stellen, was ist falsch gelaufen? Hat die Pastoral mit viel Mühe, wahrscheinlich noch nie so viel Kreativität, noch nie so viel Papier produziert worden, noch nie so viele Sitzungen stattgefunden, welches denn der Weg sei, der richtige Weg über die Pastoral in unserer Zeit der letzten 40 Jahre, komplett versagt, wenn das das Ergebnis ist? Ich verstehe schon Stimmen. Ich höre mich selber sagen, ja, wir haben doch alles versucht. Wir haben doch so sehr versucht, auf die Menschen zuzugehen. Was haben wir uns nicht alles einfallen lassen? Was haben wir uns nicht den Kopf zerbrochen, das Hirn zermartert, damit das nicht geschieht, sondern die Menschen bei der Stange zu halten? Was sollen wir denn noch tun? Und genau diese Frage, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht nur die richtige Frage angesichts dieser Situation, sondern es ist eine Frage, die uns mitten ins Evangelium hineinführt. Was sollen wir denn noch tun? Deshalb lade ich Sie auch an diesem Sonntag wieder ein, in die Dynamik, in den Prozess dieses kleinen, kurzen Evangeliums einzusteigen. Wir haben es am letzten Sonntag gehört. Jesus ruft die 12 zu sich und sendet sie aus. Und wir haben entdeckt, Jesus setzt eine Priorität. Er gibt ihnen nicht einen Maßnahmenkatalog mit oder einen Pastoralplan im damaligen Jahr 30 nach Christus plus oder sowas, wie wir das dann heute nennen würden, sondern er setzt eine klare Priorität. Den Punkt müsst ihr als erstes in den Blick nehmen, die Mächte, die Menschen krank machen und abhängig machen. Ihr müsst die Dämonen austreiben. Den einzigen Auftrag, den Jesus damals den Aposteln gibt, und er sagt ihnen, wie sie aufzutreten haben. Wir haben das gehört. Ohne Vorratstasche, nur mit ein paar Sandalen an den Füßen, nur den Wanderstab, kein zweites Hemd und Anspruch auf Gastfreundschaft. Heute kommen die 12 zurück. Es ist nicht direkt gesagt, wie sie zurückkommen. Aber aufgrund der Reaktion Jesu kann man sich vorstellen, wie sie zurückkommen. Er sieht sie. Keiner erzählt davon, oh, bei mir, wo ich da untergebracht war, da gab es ein tolles Essen. Ich habe ein super Haus erwischt, ja, wo ich da hingegangen bin. Sie berichten, was sie getan und gelehrt haben. Sie sagen es ihm. Aber Jesus lädt sie ein, an einen einsamen Ort zu gehen, damit sie ein wenig Ruhe finden. Also wahrscheinlich sehen sie ziemlich abgerissen aus nach dieser Tour, nach dieser ersten Verkündigungstour, nach dieser ersten Priorität, zu der Jesus sie ausgesandt hat. Sie sind müde, sehr menschlich und sehr verständlich. Also setzt Jesus eine neue Priorität. Und auch das ist wichtig. Er lädt die Ausgesandten ein wenig zur Ruhe zu kommen, zu verschnaufen. Nicht unbedingt die Füße hochzulegen, aber zu verschnaufen. Denn sie hatten noch nicht einmal Zeit zu essen. So viele Menschen kamen und gingen. Es kommen sehr viele, es gehen auch sehr viele. Auch das steht im Evangelium. Wenn wir diesen Impuls aufnehmen aus dem Evangelium,
dann ist sehr schnell oder es gibt eine vorschnelle Reaktion. Wenn ich das so skizziere, was in den letzten 40 Jahren so in der Pastoral passiert ist, dann kommen einige zu einer vorschnellen Reaktion zu sagen, ja, was denkt ihr denn eigentlich überhaupt so viel nach? Macht es doch eigentlich wie früher. Das geht aber nicht. Das ist ein Weg in die Sackgasse, liebe Schwestern und Brüder. Wir können es nicht wie früher machen. Wir können nicht die 50er Jahre wiederholen, in denen angeblich alles so toll und blühend war. Wir können nicht das 19. Jahrhundert wiederholen, das angeblich so katholisch war nach einem Aufbruch, nach den ganzen Ereignissen der Französischen Revolution, als die Kirche sehr ins Hintertreffen geriet und dann zu einer neuen Blüte kam. Wir können das nicht einfach wiederholen oder nachspielen. Wir sind in unsere heutige Zeit gestellt. Und wir müssen für uns heute eine Antwort suchen. Aber wo kommt der Impuls her? Nicht aus den 50ern und nicht aus dem 19. Jahrhundert, auch nicht aus dem Spätbarock. Er kommt aus dem Evangelium. Es muss der Impuls des Ursprungs sein, liebe Schwestern und Brüder. Das muss der Maßstab sein, immer. Deshalb die Dynamik des Evangeliums. Jesus abzuschauen, von den Lippen abzulesen, von seinen Füßen abzusehen und an seinen Händen zu sehen, was die Prioritäten sind. Die erste Priorität war, die Apostel auszusenden, gegen die Mächte und Dämonen, die Menschen abhängig machen, die sie krank werden lassen, die sie eben nicht zum richtigen Menschsein hinfinden lassen, die sie in sich selber verkrümmen und verkrüppeln lassen. Unsere Zeit ist voll davon. Als sie dann zurückkommen und das Wort Jesu umgesetzt haben, sehen wir, das hat etwas ausgelöst. Da entsteht eine Dynamik. Da kommen so viele Menschen, dass das überhaupt nicht zu stoppen ist. Jesus sagt, Moment. Man kann das heute in vielen kirchlichen Amtsblättern nachlesen, dass das immer aufgenommen wird, dieser Satz. Dass Jesus sie zur Seite nimmt, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus. Ja, das ist ein Impuls des Evangeliums. Aber wenn wir weitergehen, sehen wir, es funktioniert nicht. Weil Jesus die Priorität noch einmal ändert. Die Menschen haben erfahren, sie spüren, da ist etwas Echtes im Gange, etwas Authentisches, etwas Wirkliches. Kein Wortgeplapper, nicht irgendeine angerührte religiöse Soße, sondern Inhalt, Kraft. Leben. Deshalb überschlagen sie sich. Da, wohin die gehen wollen, zum Eremos, an diesen einsamen Ort, oben am Ufer des Sees von Galiläa, so ein bisschen versteckt, das haben die lange rausgekriegt. Die sind schon vorher da, bevor Jesus mit den Jüngern dorthin kommt, von wegen Ruhe, Füße hochlegen, ein wenig essen, relaxen, Chill-Out-Zone, das war's dann. Jesus ändert auch hier die Priorität noch einmal. Er schickt nicht die Menschen weg und sagt, komm, jetzt, heute ist mal gut. Die Apostel haben heute ihren freien Tag. Jetzt ist nichts mit Predigen, nichts mit Heilen und sowas, sondern jetzt ist hier mal Chill out. Wir essen jetzt mal in Ruhe, trinken ein paar Schluck Wein und unterhalten uns ein bisschen. Wir reflektieren das, was wir getan haben und morgen könnt ihr wiederkommen. Nein. Wenn wir uns in die Situation der Apostel hineinversetzen, wir haben das Wort Jesu gehört. Kommt alle zu mir, die euch plagt und Lasten zu tragen habt. Ich will euch Ruhe verschaffen. Dann werden sie denken, naja, eine schöne Ruhe, die der uns verschafft hier. Statt die Leute wegzuschicken, fängt er jetzt erst richtig an. Und er lehrte sie lange. Er hat Mitleid mit den Menschen, die kommen. Weil er sieht, dass nicht nur die Apostel müde sind von dem, was sie getan haben, sondern die Menschen sind Suchende. Sie haben einen Hunger. Sie sind Verletzte. Sie sind eben diese Verkümmerten, Verkrüppelten, wie wir uns selber manchmal durch die Lebenslandschaft schleifen. Und wenn wir sie dann wegschicken, oder wir haben bestimmte Sprechzeiten oder unsere freien Tage, dann ist das Ergebnis zu beobachten, dass Menschen weggehen, dass sie woanders ihren Hunger stillen wollen, weil wir ihnen irgendetwas geben. Jesus ändert noch einmal die Priorität. Er will keine Hirten, wie Jeremia sagt, die sich um sich selber kümmern. Er will Hirten, die sich um die Herde kümmern, die die Menschen im Blick haben, um ihren Hunger wissen
Und das stimmt oft mit irgendwelchen Plänen, die wir für die Zukunft machen, nicht überein. Wir müssen schneller reagieren, so wie Jesus hier in wenigen Stunden mehrmals die Prioritäten ändert. Er will den Jüngern Ruhe gönnen, aber es gibt dann noch einmal etwas Wichtigeres. Es gibt die vielen Menschen, die kommen, die suchen. Er sieht ihre Augen, er sieht in ihren Augen ihre Lebenssituation und er empfindet Mitleid. Sie sind wie Schafe ohne Hirten, ohne Orientierung. Ihr Leben ist ohne Inhalt. Und Jesus ändert es und er lehrt sie lange. Ich denke ganz oft, das ist das, woran wir kranken. Dass wir uns viel Gedanken machen darüber, wie wir den Menschen, und das ist echt, ich will das nicht hier ins Lächerliche ziehen, die Gedanken, die wir uns da machen, den Kopf, den wir uns zerbrechen, der ist wirklich, wie können wir denn die Menschen erreichen? Und wir legen Programme auf, wir machen Angebote und Projekte, alles Mögliche. Und in all dem merken die Menschen doch, sind die wirklich echt? Sind sie authentisch darin? Es gibt Orte, wo genau das geschieht, was hier im Evangelium beschrieben wird. Wenn wir uns die strengsten Klöster anschauen, an entlegenen Orten, die haben heute das Problem, dass sie überrannt werden, weil die Menschen genau dort etwas Authentisches finden. Die legen keine Missionsstrategie auf, diese Klöster machen keine niedrigschwelligen Angebote oder sonst etwas und sagen, wir machen das jetzt mal ein bisschen hübscher, sodass die auch da irgendwie teilnehmen können, sondern die bleiben einfach sie selbst. Und genau diese Orte haben die größte Ausstrahlungskraft, weil Menschen ganz intuitiv merken, hier ist etwas Echtes, Authentisches. Diese Menschen, die dort leben, dieser Ort, ist orientiert. Man sitzt doch nicht im Lotussitz um eine gestaltete Mitte herum, sondern man ist ausgerichtet auf Christus, mit der ganzen Existenz, mit jeder Frage, mit dem, dass man morgens früh aufsteht und abends müde zu Bett geht. Man ist ausgerichtet auf Christus. Das ist vielleicht kein Modell, das wir überall haben können, aber diese Orte haben eine eigene Aussagekraft. Diese Aussagekraft wurzelt hier im Evangelium. Und wir sollten lernen, das ernst zu nehmen. Wir sollten mit unserem Leben versuchen, auf Christus ausgerichtet zu sein. Auch in der Frage in meiner eigenen Familie. Wer geht da noch zur Kirche? Wer glaubt da noch etwas? Wer betet noch? Darunter leiden viele. Und dann fangen wir an, so Kompromisse zu machen. Und am Ende bleiben viele selber auf der Strecke, weil sie sagen, naja, irgendwie im Laufe der Zeit merkt man, es geht auch ohne. Natürlich geht es ohne. Die sind ja nicht alle gestorben, die 214 oder 217.000 vom letzten Jahr, die aus der Kirche ausgetreten sind. Ich sage auch nicht, dass sie ein schlechteres Leben haben. Es geht auch ohne. Aber wo kann man ablesen, worum es geht, wo der Inhalt ist, wie es sich lebt mit Christus und auf Christus hin? Wo kann man es ablesen, wenn nicht an uns? Wenn nicht wir, so gut wir können, den Anfang machen, indem wir beten, indem wir, was wir zu entscheiden haben, in unserem Lebensstil, egal was wir tun und lassen, wie wir denken und handeln, uns auf Christus ausrichten. Dazu muss man nicht ins Kloster gehen. Das kann jede und jeder von uns tun und versuchen, so gut es geht. Und Menschen werden das Echte daran merken. Und ich bin sicher, sie werden nachdenklich werden. Genauso wie damals, als sie kamen und gingen und schon an diesem Ort der Einsamkeit waren, bevor Jesus und die Jünger ihn erreicht haben. Es ist damals etwas in Bewegung gekommen und wir sollten diese Bewegung heute aufnehmen.